Das haben wir das Spiel schon übergesehen. Überall. Blut. Wo bin ich bloß? Bloß. Es sieht ja aus, als ob hier mal ein Gemetzel stattgefunden hat. Am besten, ich untersuche diesen Raum ein wenig, bis ich was finde. Das hast du auch schon mehrmals gesehen im Spiel. Warum echauffierst du dich jetzt über das Ketchup-Blut? Na, egal. Hallo, hallo. Bei manchen Leuten ist es egal, was sie zocken, die haben ihre Stammbiber. Zumindest fast. Und ihr beide. Und Koax. Ein Tagebuch. Mal schauen. Das kann man auch so gut lesen. Tagebuch des Professor Mike Ekro. Oder so, ich kann das nicht entziffern. Alter, das spielt gerade Das spielt gerade unterwegs in Duisburg, das nehme ich dem Spiel gerade übel. Mike Echo Fresh. Auch nicht schlecht. 22. Dezember 2001. Ach ja, das Spiel ist auch von 2002 übrigens. Mucke von Zelda. Ach stimmt, es ist ja... Oh Gott, das ist ja Majora's Mask, oder? Ist das nicht Majora's Mask? Wie, jetzt auch noch Ben Drowned auf, dann kriege ich euch. Was der Kohlenstoffdioxid. Mein Kollege Professor Dioxid. Achso, stimmt, der hieß einer Dioxid. Du Göttermucke. Ja. Oh, ich mag Majora's Mask nicht wegen Ben. Das ist so gruselig. Ich mag auch Sonic nicht mehr wegen Sonic.exe. Ich könnte das auch mal spielen eigentlich. Ich bin dann überlegen eigentlich. Ach, weißt du was, ich mache das mal ins Scheiß drauf. Schlafe ich dann noch besser nachher. So, Teil Appcast. Ja, bei dem Spiel wahrscheinlich nicht, Azorion. Bei dem Spiel nicht. Mein Kollege Professor Sieg, das ist ein bescheuerter Name. Und ich. Was? Was? Ist es ein Punkt oder ist es ein Komma? Mein Kollege Professor Dioxid und ich. Punkt. Achso, das ist ein Komma sein. Wir arbeiten an einem Projekt. Ja, das haben Professoren so an sich irgendwie. Blende Ben aus einfach. Das kennst du nicht. Ist so einfach nur episch. Episches Tagebuch. Die Weltrettung. Dieses Projekt soll es uns ermöglichen, dass wir Menschen, das habe ich bei Magie irgendwas gelesen, von einigen tödlichen Krankheiten heilen können. Im Moment sieht es leider noch nicht ganz so gut aus. Wir mixen immer die falschen Stoffe zusammen. Ja, wenn ihr mixt, dann kann man auch vorstellen, dass das nicht funktioniert, wenn ihr irgendwelche Drogen zusammen mixt. Auch heute geht unser Besuch negativ aus. Das schreibt man nicht so. Ben Affleck. Alter, ihr schreibt gerade irgendwie, wisst ihr das? Ich muss mal kurz mein OBS ein bisschen nach oben sehen, schieben, dass ich was sehe. Ben, komm mal, glaube ich. Ben Affleck. Ich habe mir mal mit dem Freund von der Paranormal Activity angeschaut. Ich habe 4 Monate noch mit Licht pennen können. Das soll Rotz sein, das soll total scheiße sein, Paranormal Activity. Ebenfalls laut Giga, laut David Hein soll das total scheiße sein. Was reimt sich? David Hein scheiße sein. Paranormal Activity ist auch krass. Drogenmix für die Atmosphäre. 24. Dezember 2001. Es ist Weihnachten. Der Weihnachtsmann kommt. Ho, ho, ho. An Weihnachten sollen ja Zeichen und Wunder geschehen. Vielleicht schaffe ich es heute, das Projekt zu beenden. 25. Dezember 2001. Was sollte dieses Weihnachtstext jetzt? Das war sinnlos. Seit gestern Abend arbeite ich unaufhörlich an diesem Projekt. Ich will es unbedingt schaffen. 28. Dezember 2001. An Weihnachten geschehen doch keine Wunder. You don't say! Ich habe es immer noch nicht geschafft. Gut, dass er nicht geschafft steht. Ich bin todmüde. Ich glaube, ich gehe mal. Oh, 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 oh. Paranovel. Ja, Alter, kranker Sternchen. Kranker Sternchen. 2. Januar 2002.
Verdammt, ich habe Neujahr verschlafen. Meine Kollegen haben mich ausgelacht. Vor allem Dr. Bram hat üble Witze über mich gemacht. Bram, das ist anscheinend ein Schaf. Ich bin wertlos in mein eigenes... Was? Ich bin wertlos? Nee, wortlos in mein eigenes Labor zurückgegangen. Das kann man so gut lesen auf diesem Untergrund, ey. Ja, ich habe erstens auch ab der Hälfte oder so Paranormal Activity 4 angeschaut. Lief auf ProSieben Max. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich bin einer der vielen, die kein Fernsehen mehr gucken. Ich gucke Streams, das reicht. Ich werde mich bei diesem Kerl noch rächen. 13. Januar 2002. Ich bin sehr nah an der Lösung. Professor Dixit und ich arbeiten ununterbrochen an dem Projekt. Das habt ihr schon mal gemacht. Es fehlt nur noch ein entscheidender Stoff. Hey, Stoff. Hey, gib mir mal den Stoff hier. 14. Januar 2002. Wir haben entschieden, noch ein wenig C6H1206 mit in die Substanz zu mischen. Zahlensalat und Buchstabensalat. Okay. Schreibe irgendwelche Zahlen und Buchstabenkombinationen hin, dann klingt es wissenschaftlich. Fakt! Ich fühle mich ein bisschen mehr zu reden. Man kann vielleicht daran liegen, dass er im Chat ist. Deadman Wonderland, die Fest des Aufräumers, eben Max und hab's verpasst. Freunde hat es mir geschrieben, dass es lief. Das ist welcher Stoff. Vor allem habe ich im Moment bei mir die Zimmertüren immer auf nachts und bei uns auf dem Flur oben hat die ganze Zeit die Heizung so komische Geräusche gemacht. Oder erstmal ist kein Tür gemacht. Vielleicht war es Ben. Und das war vielleicht Sonic. Ja, Alter. Und mir kurz noch zu essen. Viel Spaß. Auch wenn Collan mich vorher noch gefragt hat. Was? Wer ist Collan? Wieso ich den Traubenzucker reinmische? Ist das echt Traubenzucker, diese Mischung da? 15. oder diese Verbindung. 15. Januar 2002, ich kenne mich mit Chemie nicht aus, von daher. Der entscheidende Tag unserer Substanz. Dr. Bram hat sich freiwillig gemeldet, dieses Zeug auszuprobieren. Aus Rache habe ich ein wenig HCI. Was nicht sein, also Chlorwasserstoff oder auch Salzsäure reingemischt. Sag mal, ist der Typ noch ganz dicht in der Birne? Salzsäure! Sag mal, geht's noch oder was? Bist du nicht noch ein Oberstübchen? Alter, das erinnert mich gerade an einen Film, den ich mal gesehen habe, an Stress Able. Das ist so ein Film, da ging es darum, dass so eine Webseite, da konnte man zusehen, wie Leute sterben. Also, und je mehr Leute zugesehen haben, desto schneller sind die Leute dann gestorben. Das war total kranker Scheiß, der Film. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Collan, den kennt doch jeder. Chemie hatte ich immer so 4 und 5. Ich habe absolut keine Ahnung mehr von Chemie. Haben wir zwar gehabt, aber ich kann mich absolut nicht mal dran erinnern. Absolut nicht. Quarks, du bist gerade so schlimm. So. Entschuldigung. Dr. Bram leidet seit längerer Zeit einen unheilbaren Hautausschlag. Mal sehen, wie ihm Verätzungen bekommen. Alter, was für ein Arsch. 16. Januar 2002. Es ist wunderbar. Nachdem Dr. Bram das Heilmittel eingenommen hatte, ist er sofort zu Boden gefallen und hat nach Luft gejapst, wie ein Fisch auf Trockenen. Er liegt nun in seinem Zimmer, in der Hoffnung, dass es nur ein kleiner Nebeneffekt ist. 19. Januar 2002. Der Typ ist echt krank. Moin, Klatschekopf, hallo. Gestern habe ich den schlafenden Dr. Bram ein Glas Wasser auf sein Regal gestellt. Ach, er ist wieder weggeworden, Korax. Aber wieder mit dem HCI. Es ist Zeit, ihm den Rest zu geben. Der Alter, der ist eigentlich nicht mal ganz dicht im Kopf, der Typ. Sonst der Januar 2002. Er hat geschluckt und ist mit Verätzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Man hat leider festgestellt, dass jemand HCI in das Glas und in die Substanz gemischt hat. Alle verdächtigen nun Professor Dixit, da er ja an den Arbeiten mitgeholfen hatte. Apropos, diesen Dixit habe ich schon mal getroffen. Das war der, der uns erzählt hat, dass diese komische Hexe hier angeblich alles kaputt macht.
Obwohl, vielleicht haben die das beide ausgelöst, die Zombie-Epidemie, wer weiß. Mich verdächtigt keiner, wahrscheinlich weil ich die ganze Zeit gepennt habe. BB, Professor Sieg sieht scheint zu ahnen, was Dr. Bram versucht zu töten. Ja, Dr. Bram versucht zu töten. Oh, dann stehen die auch schon in der Kohlensäure. Oh. Mann. 21. Januar 2002. Ja, ein schöner Tag. Dr. Bram ist heute Morgen um 1.32 Uhr gestorben. Jetzt hat er seine Strafe bekommen. 23. Januar 2002. Gestern lag mein Tagebuch im Professor Dioxys Zimmer. Scheinbar hat er es gefunden und gelesen. Nun muss ich ihn loswerden, um selbst nicht in Verdacht zu geraten. 24. Januar 2002. Ich habe Professor Dioxid HCI in sein Glas gegeben. Ich warte darauf, dass er es trinkt. 25. Januar 2002. Er hat es getrunken, aber nichts passiert. Was ist bloß los? 26. Januar 2002. Heute ist die Beerdigung von Dr. Bram. Professor Dioxid wurde nicht eingeladen. Ich werde hingehen müssen, um mich aufzufallen. Dickes Penner in Mülltonne. Du fängst ein Eis. Aber wir haben noch Pizza. Eis habe ich auch noch in der Tiefkühltruhe. Aber ich leider nicht Eis. Kaufen die ganz, ganz selten, wenn wir Eis mal kaufen. Also fast gar nicht. Daher. 27. Januar 2002. Auf der Beerdigung habe ich gehört, wie Dr. Bram was zu mir sagte. Ikro, du Mörder. Aha. Du hast mich umgebracht. Denke nicht, dass du ungeschoren davon kommst. Ich werde mich rächen. Und das habe ich mehrmals gehört. Ich wäre fast zusammengebrochen. What the fuck? Was geht ab? Was für eins? So drei Sorten. Schoko, Vanille und Erdbeer, glaube ich. Ich kaufe auch kein Eis. Das macht alles meine Mutti zum Glück noch. Deine Mutter macht das. Dazu kaufe ich mir Bananen und schnibbel die ins Eis. Schmeckt Bombe. Jupp. Vorstellen. 29. Januar 2002. Ich war gestern Abend auf dem Friedhof. Dort habe ich das Grab von Bram aufgegraben. Mist. Der Sarg war leer. Was? Was war bloß los? Er spielte alles verrückt. Oder was? Egal. Das ist Januar 2002. Entweder gegen dieses Tagebuch. Ich habe nur einen Schluck Wasser zu mir genommen. Nun kann ich nicht mehr richtig sprechen. Ich glaube, Professor Dioxid will mich umbringen. 31. Januar 2002. Ich habe heute aus dem Fenster geschaut und jemanden gesehen. Als er sich zu mir hindrehte, konnte ich in die Augen von Dr. Bram sehen. Nein, es war kein... Was? Es war kein... Vertun. Es war kein Vertun. Er hat das Grab nicht aufgemacht. Ja, hat er. Ein Sandwich, Eis, sprich so gut wie nie Elbe in einer Waffel. Ja, er hat das Grab wieder aufgemacht. Ist auch lecker. Dass er das Grab aufgemacht hat, oder was? Das lese ich gerade ein bisschen Raugwart dazu, Rian. Eine Aussage da oben und dann das mit dem Eis auch lecker. Alter, das kriegst auch nur durch, ey. Er war es wirklich. Das Gesicht würde ich überall erkennen. Jo, Bombe, ja, Grill aufmachen, Speckbombe. Ich dachte, er wäre tot. Scheinbar ist er selbst aus dem Grab gestiegen. Heißt denn die Graböffnung? Ja. Oh Mann. Was? Warum habe ich eine leere Textbox? What the fuck? Ja. Wohin habe ich ihn wieder gesehen? Er stand am Fenster und sah mich an. Sein Blick tot und doch voll Hass. Er hielt eine Flasche mit der Aufschrift HEC für dich in seiner Hand. Hier, hast ein Geschenk. Hast Alkohol und so. Ich habe Angst. 2. Februar 2002. Noch hat er noch ein paar Tage überlebt, oder wie? Er stand heute Morgen am Waschbecken und habe Blut gespuckt und Blut in Mengen ausgekotzt. Ich liege nun im Bett und kann mich kaum bewegen. Aber er kann fünf Zeilen in sein Tagebuch schreiben. Das ist so logisch. Nee, 6, 7, 8, 9 Zeilen oder noch mehr.
Ich kann im Übrigen nicht mehr sprechen. Das HLC hat meine Stimmbänder durchgeätzt. Da ist dir getan.